Ja, und damit wieder mal einen wunderschönen Buongiorno, Ladies und Gentle People, hier aus meinem kleinen Studio. Wir alle, die Fans von großen Kinofilmen sind, haben schon lange drauf gewartet und wir wurden alle auch schon ein bisschen gespoilert, wenn wir uns Godzilla King of the Monsters oder auch Skull Island angeguckt haben. Wir wussten, es wird passieren und jetzt ist es soweit, am 25. März soll angeblich Godzilla vs. Kong in den Kinos erscheinen. Angeblich, weil, sagen wir mal so, Merkel und Co. werden wahrscheinlich nicht die Kinos freigeben. Aber, sofern ich weiß, ist Netflix schon gerade dran und ist mit Warner Brothers in Verhandlung. Man spricht schon von 200 Millionen, die da über den Tisch gehen sollen, damit Netflix die Rechte bekommt, dieses ausstrahlen zu dürfen. Also dürfen wir uns alle darauf schon mal freuen. Der Start selber wurde schon vorgezogen, und zwar vom 20. Mai auf den 25. März. Aber was genau wird uns denn erwarten? Godzilla wird wieder mal auf King Kong treffen. Wieder mal aus dem ganz einfachen Grunde, denn 1962 wurde das Ganze schon mal verfilmt. Godzilla gegen King Kong. Und 1974 soll das auch schon mal verfilmt worden sein. Godzilla gegen King Kong. Allerdings sah King Kong dort etwas anders aus. Mehr so wie der riesige mechanische Godzilla. Warum auch immer. Aber was genau wird uns dann in diesem Film erwarten? Die Menschheit ist überrannt von riesigen Monstern. Unter anderem zwei von ihnen, eben halt unsere beiden, Godzilla und Kong, der frisch aus Skull Island eingeschifft wurde. Diese beiden Giganten treffen schon auf der Überfahrt aufeinander, indem Godzilla das Schiff rammt, auf dem Kong verschifft wird. Aber warum jetzt genau Godzilla auf einmal feindlich gegenüber den Menschen ist, ist mir auch noch nicht so ganz bewusst. Es endet auf jeden Fall darin, dass King Kong und Godzilla den Fight ihres Lebens hinlegen. Und scheinbar nicht zum ersten Mal und auch nicht gerade nur die beiden. Denn so wie es ausschaut, und das kennen wir ja schon aus dem Abspann von Skull Island unter anderem, sind diese beiden Giganten oder diese beiden Arten von Monster schon immer aufeinander getroffen. Und ich will nicht zu viel spoilern, aber wenn ihr euch den Film anschaut, achtet mal auf Kongs Waffe, die er dort bei sich hat. Sie hat sehr viel Ähnlichkeit mit einem der Rückenflossen von Godzilla. Mir ist es auf jeden Fall vollkommen wurscht, ob es jetzt in die Kinos geht oder der auf Netflix läuft oder ganz woanders. Ich weiß nur eins, ich werde mich wie Bolle auf diesen Film freuen und daher geht diese Woche die silberne Ananas an Godzilla, den König aller Monster, und King Kong, den König der Affen in Godzilla vs. Kong. Das ist unsere einzige Chance. Wir müssen sie ergreifen. Wir brauchen Kong. Die Welt braucht ihn, um aufzuhalten, was kommt. Und dieses Kind, sie ist die einzige, mit der er kommunizieren wird. Ich weiß, dass sie etwas verbindet. Sie konnte nirgendwo hin, also habe ich versprochen, sie zu beschützen. Und ich denke, in gewisser Weise hat Kong das gleich getan.
ist Godzilla. So, das soll es also mal wieder für diese Woche von meiner Einer gewesen sein. Wie gesagt, ich freue mich wie verrückt drauf und werde mir diesen Film definitiv antun. Und ansonsten, was haltet ihr eigentlich von dem Film? Auf welcher Seite seid ihr? Team Godzilla oder eher Team Kong? Wem gönnt ihr diesen Sieg? Schreibt es mal einfach unten in die Kommentare rein. Was ihr auch noch machen könnt, ist ansonsten immer dasselbe. Da geht's hin, dort geht's hin, da unten ging's in diese Richtung, würde ich mich persönlich sehr drüber freuen. Dann werde ich mich wieder für euch an ein Video setzen und ansonsten verabschiede ich mich wie immer von euch mit meinem gewohnten Hasta Luego. Und nicht vergessen, anschauen, liken, teilen, abonnieren. Sagt euch, euer Nerd mit dem Shirt, euer Mitch von Two Screak. Wieder mal aus dem ganz einfachen Grunde, denn 1962 sind die beiden schon mal aufeinander gekommen. Da hat mich das Bild im Kopf wie Kong auf Godzilla. Da hilft kein Regenschirm und auch kein Regenmantel. Boah.